Hallo und ganz ein herzliches Willkommen hier zum Jugendhakt Österreich, hier im wunderschönen An und Part in Linz. Ich darf nicht nur die zahlreichen Zuseher und Zuseherinnen hier im Saal begrüßen, sondern auch alle, die sich live via Livestream online zugeschaltet haben, der auf dorftv.at heute übertragen wird. Deswegen spreche ich auch in ein Mikrofon, dass ihr hier im Saal nicht über die Boxen hören könnt, sondern das ist für eine tolle Audioqualität für die lieben Leute, die uns via Livestream verfolgen. Mein Name ist Sonja Fischbauer und ich habe heute die Ehre, auf der Bühne zu stehen mit der lieben Magdalena Reiter, der es zu verdanken ist, dass es das Jugendhakt hier in Linz gibt, dass es zustande gekommen ist. Und euch möchte ich auch noch einmal auf unsere zahlreichen Social-Media-Kanäle hinweisen. Da könnt ihr nämlich während dieses Vortrages, während der Präsentation live mit twittern, mit Facebooken und so weiter. Unser Hashtag ist Jugendhakt und wir sind auf Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat zu finden. Und es gibt auch einen eigenen @jugendhakt.at-Account, den ihr auf Twitter markieren könnt in euren Tweets. Das ist also auf jeden Fall erlaubt und erwünscht. Da sind auch alle unsere Zuseher im Livestream herzlich eingeladen, auf diese Weise hier teilzunehmen. Aber worum geht es eigentlich? Was ist Jugendhakt? Jugendhakt, Jugendhackt, je nachdem, wie man das sagen möchte. Liebe Magdalena, du bist da die Expertin. Sag uns ein bisschen, was ist Jugendhackt? Dankeschön. Also ich bin Magdalena, auch von mir ein herzliches Willkommen. Jugendhackt, das ist ein Programm, das 2013 in Berlin gestartet wurde, und zwar von zwei ganz tollen Vereinen, dort auch gegründet wurde. Zum einen von Mediale Pfade, das ist ein Verein, der die ganzen pädagogischen Hintergrund zu Jugendhakt erarbeitet hat. Und dann noch von der Open Knowledge Foundation Deutschland, die sich schon seit vielen Jahren für ein freies, für ein offenes Zusammensein im digitalen Zeitalter einsetzt. Wir haben die große Ehre, dass wir Jugendhakt jetzt auch nach Österreich bringen durften. Wir, das sind die Open Commons Linz und die Open Knowledge Österreich, die Schwesternorganisation. Wir freuen uns, dass wir in ein großes Netzwerk eingebunden sind. Jugendhacks gibt es eben in Berlin, aber auch schon in sehr vielen anderen deutschen Städten. Und seit diesem Jahr jetzt auch in Österreich und der Schweiz. Jugendhack, das ist eine Community und nicht nur ein Event. So, jetzt werden wir oft gefragt, hacken oder hacken, je nachdem, wie man das jetzt aussprechen möchte. Warum sollen das überhaupt Jugendliche lernen? Ist es eigentlich nicht was Böses? Ja, wenn man im Internet ein bisschen nach Bildern sucht, wir haben das an diesem Wochenende schon, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen schon, wovon ich rede. Ja. Wir haben das schon, alle Stereotypen und Vorurteile schon ganz genau durchgeschaut. Ist es nicht böse? Warum soll man das lernen? Wir wollen diesen Begriff Hacken positiv besetzen, weil eigentlich in der ursprünglichen Bedeutung heißt Hacken ein kniffliges Problem lösen, indem man sich mit der Technologie, in der das Problem besteht, ganz gut auseinandersetzt, um dann einen selbstständigen und emanzipierten Umgang mit dieser Technologie zu finden. Das bedeutet also, wenn man Hacker oder Hackerin ist, dann kennt man sich in einer Technologie oder in einer Sache besonders gut aus und muss nicht einfach den Weg gehen, der einem zum Beispiel die Softwarefirma oder der Hersteller vorgibt, sondern kann eigene neue Lösungswege finden, eigene neue Möglichkeiten entdecken und das Ganze öffnen. Und kann so seine Zukunft und das Leben aktiv mitgestalten und vielleicht auch ein bisschen besser machen. Und genau mit diesen Sachen haben wir uns in diesem Wochenende beschäftigt. Nicht wahr, Magdalena? Erzählst du uns ein bisschen, was ist denn an diesem Wochenende, Freitag bis heute Sonntag, was ist denn da alles passiert?
Also 35 wahnsinnig fleißige Junghackerinnen und Junghacker haben diese Bude gerockt vom Keller bis in den vierten Stock. Es war Wahnsinn. Wir sind wahnsinnig stolz auf alle, die hier mitgemacht haben. Es waren Leute dabei, die schon mit großen Vorkenntnissen gekommen sind und tolle Codes geschrieben haben. Und es waren Leute dabei, die noch keine Zeile Code geschrieben haben und dieses Wochenende sehr, sehr viel noch dazugelernt haben. Schön war es, dass wir alle zusammen ein großes Miteinander geschaffen haben. Aber wie ich schon vorhin angedeutet habe, Jugendhackt ist eben nicht nur ein Wochenende. Jugendhackt ist ein Spirit, den wir das ganze Jahr über mitnehmen möchten. Wir haben hier eine Community geschaffen, die sich auch das ganze Jahr über austauschen kann bis zum nächsten Jugendhackt. Und es war ein sehr erfolgreiches Wochenende. Wir freuen uns, dass wir auch nächstes Jahr gerne wieder eins machen. Aber so ein Wochenende ist natürlich nur möglich durch tolle Partnerinnen. Und Sie kennen das ja, wenn man dann sich ewig lang bedankt, aber uns ist dieser Dank unglaublich wichtig. Wir haben sehr viel Unterstützung erfahren. Ganz besonders möchte ich mich bei der Stadt Linz bedanken, die uns wirklich den finanziellen Rahmen geschaffen haben und die erkennt, wie wichtig es ist, junge Menschen mit digitalen Kompetenzen auszustatten. Das ist nach wie vor eine Besonderheit. Nicht alle Städte, nicht alle Kommunen haben das bisher schon bemerkt und darum einen großen Applaus für die Stadt Linz, die das bemerkt hat und erkennt. Außerdem möchte ich mich herzlich bedanken beim Team vom Annenpad. Die haben uns diese Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und wir konnten sie wirklich bunt schmücken, nutzen, genauso wie es wir wollten. Wir haben Experimente gestartet und sie haben uns wirklich einen offenen und freien Raum zur Verfügung gestellt. Auch das ist eine totale Besonderheit. Vielen Dank auch dafür. Noch mehr tolle Sponsoren und Sponsorinnen hatten wir an diesem Wochenende und zwar möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei Livest für das Internet. Ja, auch sehr wichtig für einen jungen Hackt. Und dann ein ganz herzlicher Dank ans Ars Electronica Future Lab, an Cameo Laser, Transparent Design und an das Mese Lab in Wien. Die haben nämlich für unser Fab Lab, wo mit Hardware und Materialien gebastelt wurde, ganz tolles Equipment zur Verfügung gestellt. Denn, ja, auch ein herzlichen Dank. Und was mit diesem tollen Equipment und mit diesem tollen Internet in diesen tollen Räumlichkeiten in dieser tollen Stadt entstanden ist, das sind 6 wunderbare Projekte und die werden wir jetzt nacheinander auf die Bühne bitten. Magdalena, du wirst uns ein bisschen etwas über das erste Projekt, das jetzt vorgestellt wird, erzählen. Genau, das erste Projekt heißt Live City und die haben unser Motto wirklich sehr, sehr ernst genommen, auch wie alle anderen Gruppen. Aber unser Motto ist mit Code die Welt verbessern. Und ihr kennt vielleicht diesen schönen Spruch, gib einem Hungrigen einen Fisch und er wird sich für einen Tag satt sein. Lerne ihm zu fischen und er wird sein ganzes Leben lang satt sein. Diese Gruppe, Live City, hat sich das zu Herzen genommen und sie haben ein wunderbares Tool programmiert, womit auch jene, die nicht coden können, die Welt ein Stück besser machen können. Einen herzlichen Applaus bitte für Isabella, für Juliana, Julian und für Chiara. Ähm,
Ich bin Chiara und das ist unser Projekt Live City. Live City ist eine Website, bei der, wenn man sich danach nachdem man sich angemeldet hat, bekommt man Aufgaben und da muss man eben rausgehen und kann halt draußen halt mal wieder was mit Freunden machen zum Beispiel. Ich bin die Juliane. Ich bin die Juliane und ich war beim Design dabei. Ich habe zum Beispiel das Logo da oben gezeichnet und ja. Ja, und ich habe den meisten Text und ein bisschen und bei den Aufgaben hat sie mir auch geholfen. Und ein bisschen habe ich auch von den Bildern her, die auf der Webseite sind, geholfen. Ich bin Isabella und ich war für das Design zuständig, für die Website, dass die jetzt so funktioniert und so ausschaut. Genau. Ich bin Julian, ich war zuständig für die Datenbankabfrage von Aufgaben und Einlogdaten und dass eben das Ganze dynamisch funktioniert und nicht immer die Seite bearbeitet werden muss, wenn man neue Aufgaben dazu machen will. Eben zum Beispiel, man kann sich jetzt da mal einloggen. Schauen wir mal. Okay, zum Beispiel haben wir da jetzt Aufgaben, die kann man aufkloppen. Es gibt verschiedene Kategorien. Kann man auswählen. Diese Aufgaben stehen zum Beispiel nicht in den Seiten drin, sondern sind alle in einer MySQL-Datenbank drin. Und wenn man jetzt eben das auswählt und weiter unten auf Erledigt klickt, dann verschiebt sich dieser Baum. Dieser Baum funktioniert als Ladebalken praktisch für das. Und man sieht, weiter unten sieht man dann halt nur im Prozent, wie viel Aufgaben man schon bereits erledigt hat. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal bei meiner Stadt. Bei meiner Stadt die Aufgabe, nimm einen anderen Weg zur Schule oder zur Arbeit. Das ist einfach nur dafür gedacht, weil dann fühlst du dich freier, dann lernst du vielleicht neue Teile der Stadt kennen und dann gehst du nicht tagtäglich den langweiligen Weg zur Arbeit, zur Schule und lernst vielleicht auch ein bisschen mehr dein Umfeld zu schätzen. Ja. Wir danken allen Mentoren, die uns geholfen haben und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Unsere nächste Gruppe, die jetzt gleich ihr tolles Projekt vorstellen wird, die nennt sich Cookie Whizblock, beziehungsweise das Projekt, das sie entwickelt haben in nur einem Wochenende, heißt Cookie Whizblock. Cookies, also Kekse, klingt eigentlich nach einem leckeren Thema, ja? Aber ist im Internet nicht immer gut, so ein Cookie. Ja? Und um sich vor ungeliebten Keksen zu schützen, hat die Gruppe Cookie Whizblock ein Plugin für den Internetbrowser Chrome entwickelt. Und wie das funktioniert und was es damit auf sich hat, das werden Sie uns jetzt gleich vorstellen. Ich bitte auf die Bühne das Team von Cookie Whizblock, Patricia, Florian, Samantha, Florian und Madeleine. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wenn Sie ein Produkt in Google eingeben, dass es dann auf einer anderen Seite als Kaufvorschlag erscheint? Wir geben viel zu viele persönliche Daten über uns im Internet preis und die meisten wissen das nicht einmal. Deswegen haben wir ein Plugin entwickelt, den Cookie Whizblock. Da stellen wir diese Cookies viel übersichtlicher dar und man kann sie auch löschen und blockieren. Mein Name ist Patricia und ich habe mit HTML und CSS an der Website, also am User Interface gearbeitet.
Ich bin der Florian und ich war am Interview beteiligt. Ich bin die Madeleine und ich habe in die Bereiche Grafik, Design und Website mitgearbeitet und somit auch zum Interface beigetragen. Ich bin die Samantha und ich habe mit JavaScript die ganzen Hintergrundabläufe programmiert. Ich bin der Florian und habe auch die ganzen Hintergrundabläufe programmiert. Ja, also zum Programm selbst. Wenn man das Plugin installiert und dann auf der Startseite ist, dann sieht man hier mal sozusagen die verschiedenen Sachen, Social Network, Shopping und so, auf die man einzeln draufklicken kann. Was jetzt nur noch bedingt geht, was nur auch verbessert wird. Und dann kommt und hier kann man da auf der Seite, wo man dann alles ist, kann man das einzeln löschen und blockieren. Und zum Beispiel hier kann man das dann aufmachen und zum Beispiel Facebook blockieren oder löschen. Die Cookies. Ja. Und wir haben auch verschiedene Social Media Seiten wie Facebook, Twitter und Hackdash. Und auch, natürlich auch in GitHub. Danke. Also durch das Löschen löscht man eigentlich seine eigenen, also die Daten, die man im Internet preisgibt, nachher vom Internet weg. Und durch das Blockieren kann man verhindern, dass diese wieder kommen. Und durch das Blockieren wenn man das blockiert, auf viele Seiten gar nicht mehr zugreifen. Das heißt, das Internet verlangt eigentlich, dass man persönliche Daten von sich preisgibt. Ich möchte im Namen unserer Gruppe unserem großartigen Mentor Stefan danken, weil ohne ihn hätten wir das alles nie geschafft. Ein Applaus für Stefan, bitte. Dankeschön für dieses wahnsinnig wertvolle Projekt. Dieses Plugin wird sicher auch bei meinem Chrome eine Anwendung finden. Also ich freue mich schon auf die Benutzung. Übrigens ist das ja dann auch Open Source, also Sie können das runterladen und selber ausprobieren. Die nächste Gruppe heißt Waze Plus. Und auch Sie haben einen Schwerpunkt von Jugendhakt besonders gelebt. Dieser Schwerpunkt bei uns heißt, wir feiern die Vielfalt. Wir möchten, dass sich bei Jugendhakt alle Teilnehmerinnen, alle Mentorinnen so wohlfühlen, wie sie sind. Wir feiern die Vielfalt und den Unterschied der Menschen, egal welches Geschlecht sie haben, welche Religion, welche Herkunft. Genau. Und Waze Plus zeigt, wie wir aus einer Welt entfliehen können, die manchmal von Effizienz getrieben ist und feiert diese Buntheit. Ich freue mich voll, dass ich Lisa Katharina, Samuel, Moritz, Hossin, Bastian und Emma auf der Bühne begrüßen darf. Also erstmal hallo an alle. Wir sind das Waze Plus Team und wir haben eine App entwickelt, mit der man die Wege nach verschiedenen Kriterien ganz einfach finden kann. So findet man den Weg mit den meisten Bäumen, Spielplätzen oder auch den sichersten Weg ganz einfach. Hallo nochmal, ich bin der Moritz und am Freitag beim Brainstorming hatte ich die Idee zu dieser App. Der Hintergrund war, dass in den meisten gängigen Applikationen, wo man Karten hat und Routen angezeigt bekommt, sieht man nur die schnellste Route. Aber ist die schnellste Route immer auch die beste? Da waren wir uns nicht ganz sicher und haben überlegt, dass man da vielleicht was machen könnte. In dem Sinne
haben wir dann uns gedacht, wir können da Daten von verschiedenen Datenbanken einspeisen, zum Beispiel, wo sind die ganzen Bäume in Linz oder wo sind die Spielplätze, und dann, wenn man das dann noch weiterentwickelt, zum Beispiel, wo ist am meisten Kriminalität, und dann kann man sich so persönliche Karten und persönliche Wege erstellen lassen, die zum Beispiel den sichersten Weg zeigen oder den Weg mit den meisten Bäumen auf der Strecke, wenn ich jetzt laufen gehen möchte und nicht unbedingt nur graue Häuser sehen mag. Ja, Lisa, was hast du denn in dem Projekt so gemacht? Also ich habe an dem App-Icon beigetragen und ich habe die Icons für die Wippe und den Baum designt. Was hast du gemacht, Emma? Also ich habe dir und den Hasim geholfen, wie wir halt das Icon designt haben, und ja, es war sehr lustig. Was hast du gemacht, Sam? Ich habe mit Hilfe der Linzer Baum- und Spielplatz-Datenbanken habe ich alle Spielplätze und Bäume in Linz auf einer Karte eingetragen. Was hast du gemacht, Hasin? Ich war zuständig für die Kommunikation im Team. Was hast du gemacht? Ich habe die Daten der Bäume und der Spielplätze von der Stadt Linz heruntergeladen, umgewandelt, somit das Samuel benutzen kann. Und ja. Was hast du gemacht, Moritz? Ich war zuständig für die App selber und wie die Karte dann angezeigt wird, wie man die Routen berechnet und das Ganze dann im Hintergrund. Und wo wir jetzt schon viel über die Daten gehört haben, möchte ich nochmal anmerken, dass es wirklich toll ist, wie viele freie Daten es von der Stadt Linz gibt. Diese Baumdatenbank ist frei zugänglich für jedermann und auch jede Frau. Und da... Ganz einfach zu verwenden, kann jeder in seine eigenen Projekte einbinden, und es gibt noch viel, viel mehr, sicher auch von anderen Gemeinden in Österreich. So, jetzt wollen wir euch aber nicht vor Spannung platzen lassen und geben euch ein bisschen Live-Einblicke von unserer App. Okay, jetzt. Also, wir haben zusammen, also ich, die Lisa und der Hasim, haben zusammengearbeitet für das App-Icon, und wir haben das halt gestaltet, ja. Okay, wenn man diese App jetzt startet, sieht man sofort den eigenen Standort angezeigt, und sobald das geladen hat, wird man dann auch eine Route angezeigt bekommen. Wenn die Route dann angezeigt wird, kann man mit dem Optimize-Button, genau, jetzt haben wir sie, ich will zum Beispiel ein paar Blöcke weiter, da ist ein Geschäft, das mich interessiert, und das ist jetzt die normale Route, die mir auch Google Maps zum Beispiel anzeigen würde. Wenn ich jetzt auf dem Optimize-Button klicke, wandelt unsere App diese Route um, schaut sich an, wo sind die meisten Bäume, und dann wird die Route da vorbeigeführt. Das sieht man eben hier anhand, da in der Nähe von der Donau sind besonders viele. Das ist sicher ein schöner Weg zum Gehen. Ja, dann, wenn wir das dann noch weiterentwickeln würden, kann man eben andere Datensätze hinzufügen. Man kann das auch noch für andere Städte anwenden. Und ich glaube, da ist noch viel Potenzial dahinter. Natürlich können wir das nicht alles selber machen. Und deswegen ist jeder herzlich eingeladen, auf GitHub, das ist eine öffentliche Plattform, den Code einzusehen, zu bearbeiten und mithelfen, das weiterzuentwickeln. Ich glaube, da kann was Cooles noch draus werden. Vielen Dank, und vielen Dank auch an unsere Mentoren für ihre Mithilfe und ihr Rat und Tat. Und vielleicht möchte man den Weg, der an so vielen schönen Bäumen vorbeiführt oder an der Donau entlang geht, vielleicht möchte man den nicht alleine gehen. Und unsere nächste Gruppe hat sich dieser Fragestellung angenommen.
das nächste Projekt heißt Find Together. Und es ist nicht eine App, es ist nicht eine Website, es ist ein ganzes soziales Netzwerk, das die nächste Gruppe mit ihrem Projekt Find Together aufgebaut hat. Und da hat die Gruppe wirklich alles gemacht. Da ist nicht nur der Source Code programmiert worden, da sind nicht nur Locations eingepflegt worden, sondern da gibt es auch ein Marketing-Team, das sich schon mit diesem sozialen Netzwerk auseinandergesetzt hat. Und wir werden es gleich präsentiert bekommen. Unser tolles Team ist ready. Dann bitte ich auf die Bühne das Team Find Together, Jürgen, Anna, Thomas, Dominik, Markus und Anatol. Einen großen Applaus. Bevor ich bei JugendHackt war, kannte ich keinen einzigen Freund, der sich auch für Programmieren interessierte. Und da es bis jetzt kein einziges soziales Netzwerk gibt, das mir hilft dabei, Freunde zu finden, die dieselben Hobbys haben und in meiner Nähe sind, haben wir uns gedacht, warum programmieren wir da nicht einfach so eine Webseite, eben ein soziales Netzwerk. Ich habe meine Idee vorgestellt und ein super Team gefunden, das mich dabei immer unterstützt hat. Und der Thomas war dann für den Code zuständig. So, du hast für uns die ganze Webseite programmiert und erzähl mal, was es da für Hürden gab. Also ich würde es jetzt weniger Hürden nennen, sondern selbstentwickelnde und unbeabsichtigte Features. Okay, Spaß beiseite, wir haben eine Webanwendung gemacht, also ist im Internet schon verfügbar eigentlich. Haben serverseitig mit PHP programmiert und clientseitig haben wir das Ganze mit HTML, JavaScript und CSS entwickelt. Danke. Danke, Thomas. Doch auch die beste Website ist nichts ohne einem schönen Design. Natürlich haben wir auch hierfür ein Team an Anatol und Anna. Werden euch jetzt erzählen, wie sie die ganze Website designt haben und auf was sie besonders geachtet haben. Also wir haben darauf geachtet, dass wir eher junge Leute ansprechen, was auch unsere Hauptzielgruppe ist und deshalb haben wir das Design modern gestaltet. Und uns als Designern war es eben besonders wichtig, dem Code vom Thomas gerecht zu werden und für uns selbst Maßstäbe zu setzen. Und aus diesem Grund haben wir das ganze Design mit Illustrator und Photoshop gestaltet und haben versucht und auch meiner Meinung nach erfolgreich erzielt, ein modernes und klar strukturiertes Design zu gestalten. Danke. Doch wenn sich zwei finden und dasselbe Hobby teilen, aber einer in Linz und der andere in Uganda ist, bringt das auch nicht sehr viel. Drum haben wir auch noch den Ort mit einbezogen und dafür war der liebe Jürgen zuständig. Erzähl mal, wie du genau das gemacht hast. Also ich habe einmal ein HTML-Dokument erstellt und verschiedene Links eingefügt, die zu einer Website geführt haben. Die Website heißt Mapbox und von da aus habe ich dann eine Karte interpretiert und verschiedene Standorte eingezeichnet, da kann man dann auch mit, da gibt es oben dann eine Suchleiste, habe ich programmiert, da kann man zum Beispiel am Städten eingeben und das geht genau auf die Stadt zu und setzt da einen Punkt, damit der Benutzer dann weiß, der ist aus am Städten und wenn dann einer aus der Nähe vom Städten ist, dann sieht er gleich, aha, er ist in einem Städten, ich kann den vielleicht einmal anschreiben, das war vielleicht gar nicht so weit weg. Danke. Und dass wir auch wissen, ob die Seite auch einwandfrei funktioniert, haben ich und der Dominik die Webseite auf Nieren und Herz überprüft und das Rechtliche wie APGs und die Datenschutzrichtlinien erledigt. Danke. Wir zeigen euch jetzt noch, wie die Webseite aufgebaut ist. Das Endprodukt stellen wir jetzt einmal kurz vor. Das ist unser Login-Screen. Stellen wir vielleicht besser um. Wir haben auf ein hochwertiges Design Wert gelegt. Man kann jetzt Freunde finden. Also das sind ja schon die hinzugefügten Freunde.
und wir starten jetzt einmal eine Konversation mit dem Dominik. Das Ganze ist ein Live-Chat, das heißt, jeder bekommt sofort Benachrichtigung, wann eine neue Nachricht zu dem Chat reinkommt. Ich kann die Konversation umbenennen, um das Ganze nur ein bisschen zu personalisieren. Es sind Gruppenkonversationen, also ich kann mehrere Leute hinzufügen. Ja, dann warten wir mal auf eine Antwort vom Dominik. Ist vielleicht gerade mit was anderem beschäftigt, aber. So, wir haben jetzt eine Nachricht vom Dominik gekriegt. Er schreibt: Hey, schreiben wir natürlich zurück, beantworten wir. Er kriegt jetzt live die Nachricht, kann wieder darauf antworten. Man sieht, das Ganze ist nur frühe Entwicklungsphase und wir haben auch vor, dass wir das Projekt in der zukünftigen Zeit weiterentwickeln gemeinsam und dann sehe ich was Cooles draus werden. Ja, wir fügen jetzt eine neue Person hinzu in unseren Gruppenchat. Das bin ich. Spannung. Dominik hat sich zu Wort gemeldet. Dann hat sich ja die Anna zu Wort gemeldet und schlussendlich ja der Thomas. So. Was ist? Okay, soviel zu den derzeitigen Funktionen. Wir werden das noch verbessern und die Personensuche optimieren. Was uns sehr wichtig war, dass das auf jedem Gerät gut läuft, die Website, sowohl auf großen PC-Displays, auf kleinen Laptop-Displays, sowie auf Tablets und natürlich auch am Smartphone. Weil das ist ja das momentan sehr beliebte Medium für solche Seiten. Willst du dich zu Wort melden, Anna? Denn was wäre Social Media eigentlich ohne Marketing? Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, mit zahlreicher Unterstützung der anderen einen Flyer zu gestalten, um unsere Website erstmals promoten zu können. Und mit diesen abschließenden Worten bedanke ich mich schon im Voraus und übergebe das Wort an den lieben Dominik. Danke. Ich möchte mich noch einmal für das super Team bedanken, das mich bei meiner Idee so gut unterstützt hat und das Ganze umgesetzt hat, da ich von den meisten keine Ahnung habe. Und nochmal danke an JugendHack, dass sie sowas organisieren. Danke. Gut, vielen lieben Dank. Nur ein kurzer Hinweis, das war jetzt eine kleine Demo, einfach nur, damit es bei der Präsentation auch fix klappt und damit dann nicht jemand live schreiben muss. Aber das funktioniert genau so. Die Teilnehmerinnen haben schon am Wochenende miteinander gechattet. Also echt super gemacht, großartig, das in einem Wochenende zu machen. Die nächste Gruppe heißt NERV und was mir bei dieser Gruppe besonders aufgefallen ist, ist, dass sie Teamwork hochgestellt haben. Die Ausgangssituation war ja eigentlich die, dass
sich Stefan und Clemens mit einer ganz konkreten Idee bei uns beworben haben. Die wussten schon vorher, was sie machen wollten an diesem Wochenende. Und zusätzlich war ihr Freund Thomas auch in dieser Gruppe. Der hat dann aber eine andere Gruppe gefunden. Und die zwei haben zwei Mitstreiterinnen, Tobias und Elisabeth, gefunden. Und das zeigt diese schöne Dynamik auch bei Jugendhakt. Bei Jugendhakt geht es darum, dass wir andere Leute finden, mit denen wir gemeinsam Dinge umsetzen können. Wir setzen auf Kooperation, auf Kollaboration. Und wir haben keinen Wettkampf. Es geht darum, Spaß zu haben und im Team zu arbeiten. Und diese Gruppe hat das wirklich großartig umgesetzt. Einen herzlichen Applaus bitte für Elisabeth, Tobias, Stefan und Clemens. Hallo, ich bin der Clemens und ich habe die Idee zu Nerf gehabt. Nerf ist ein System bzw. ein Gerät, was es Schülern, die krank sind, ermöglicht, den Unterricht live bzw. on demand, sprich im Nachhinein, anzusehen. Allerdings ist es nicht nur für kranke Schüler gedacht, sondern auch für Schüler, die eben zum Beispiel in der besagten Unterrichtsstunde nicht mitgekommen sind. Und die können sich das eben dann wieder und wieder anschauen und beispielsweise auch mit ihren Nachhilfelehrer und Nachhilfelehrerinnen oder mit ihren Eltern besprechen. Jetzt zeigt euch der Tobias kurz, wie das ausschaut und erklärt euch kurz, wie das funktioniert. Ja, wir haben das Ganze so umgesetzt. Das ist, da drinnen ist ein Raspberry Pi, das ist ein so großer, voll funktionsfähiger Computer. Wir haben an den Raspberry Pi eine Kamera angeschlossen und lassen diesen Raspberry Pi das Live-Bild auf eine Website übertragen. Und diese Website können wir dann von überall aufrufen. Und jetzt wird euch Elisabeth etwas über das Gehäuse des Raspberry Pis erzählen. Also ich habe das Gehäuse mit dem Programm SketchUp gezeichnet und zusätzlich, also nur zum Grundgerüst vom Gehäuse mit Anschlussfunktionen und Luftschlitz, ist auf der Innenseite vom Deckel Halterung für den Lüfter, dass er halt nicht überhitzt, und das oben ist die Halterung für die Kamera. Und dadurch, dass wir so tolle Ausstattung gehabt haben, haben wir im FabLab das direkt da drucken können mit einem 3D-Drucker, und nach mehreren Ausbesserungen hat das dann genau passt. Und Stefan wird euch jetzt was über die Benutzeroberfläche erzählen. Ja. Also meine Aufgabe war es, eine interaktive Benutzeroberfläche zu erstellen, die es dem Administrator oder der Administratorin ermöglicht, die Seite zu konfigurieren. Als Skriptsprachen habe ich HTML, CSS und JavaScript verwendet und habe dadurch ein paar Features einbauen können, wie zum Beispiel, welche Unterrichtsstunden aufgezeichnet werden wollen, weil vielleicht nicht alle Lehrer gefilmt werden wollen, und wie lange die dann im Nachhinein dann online zur Verfügung stehen und halt noch viel mehr. Selbstverständlich habe ich mein Team auch tatkräftig unterstützt, hoffentlich. Und das habe ich dann, indem ich die Website geschrieben habe, mit PHP hauptsächlich, und das Skript zur Live-Verarbeitung des Videos. Jetzt werden wir kurz eine Demonstration vom Tobias sehen, wie das Ganze funktioniert. Also das war... So, also jetzt seht ihr euch einmal live. Hallo? die Idee war eben, ja, also normalerweise zeigt die Kamera eben in die andere Richtung und wird am Beamer befestigt. Ja, das ist halt eben das Konzept, dass der Videostream dann im Browser angezeigt wird. Und das ist allerdings nicht das finale Design, weil Design ist dann noch nicht viel. das wird also... Da liegt jetzt im Hintergrund ein Testvideo, und ja, so wird es dann eben ausschauen. Mit einem Menü auf der Seite, bei dem man später auch auswählen kann, welche Unterrichtsstunde man sich genau anschauen will, falls man das eben nicht live schaut, sondern im Nachhinein. Ja, und wir möchten uns noch ganz herzlich bei drei Mentoren besonders bedanken, die uns tatkräftig unterstützt haben. Das ist Benny, Tobias und Stefan. Wir danken.
Ja, und wir danken für eure Aufmerksamkeit und jetzt kommt die nächste Truppe. Jetzt wird gleich unser sechstes Projekt hier vorgestellt. Und nicht weniger als 6 Projekte haben die 35 tollen Teilnehmer und Teilnehmerinnen an diesem einen Wochenende geschaffen. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich war schon öfter auf solchen Veranstaltungen, wo Erwachsene programmieren und da passiert wesentlich weniger Leibendes. Beziehungsweise hier passieren wirklich tolle Sachen. Und unsere sechste Gruppe hat das Projekt Dogs Watch entwickelt. Watch, so wie anschauen, überwachen. Und das ist eigentlich ein grimmiges Thema. Die Überwachung, die uns in der heutigen Zeit immer mehr an Privatsphäre nimmt, dass wir an öffentlichen Orten Kameras ausgesetzt sind, dass wir ja, unsere Privatsphäre immer schwieriger schützen können, das ist kein feines Thema, das ist nichts Schönes und das ist eigentlich etwas, über das man vielleicht nicht so gerne spricht und wenn dann nur mit grimmigen Worten. Aber unser Team hat es geschafft, dieses so schwierige Thema zu übersetzen in etwas, mit dem man sich wirklich gerne beschäftigen will. Etwas, das Awareness, also Aufmerksamkeit für diese Thematik, für dieses schwierige Problem generiert, aber auf eine ganz eine witzige Art und Weise, wo wirklich jeder hinschauen möchte. Es ist ein Spiel, es ist Jump and Run, es kommen Einhörner vor, es ist ein Wahnsinn, ja, es ist wirklich super und ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, ich will nämlich jetzt auch sehen, gestern hatte ich schon einen kleinen Einblick, ich will noch einmal sehen, wie es funktioniert. Einen wunderbaren Applaus für das Team Dogs Watch, Tobias, Florian, Oskar, Georg, Janina, Tobias und Miranda und Martin. Also, wir haben jetzt im Laufe des Wochenends mit Constructor 2 an eben 2D-Plattformer, eben Dogs Watch, erstellt. Und wir haben das Thema Überwachung ausgewählt. Warum? Also, wir haben das Thema Überwachung ausgewählt, weil halt heutzutage ist das echt übertrieben mit den ganzen Kameras und so. Und wir wollen euch informieren, dass man halt mehr aufpassen soll im Internet und so. Ich bin die Miranda und ich war für die Character Designs zuständig von den Gegnern und des Protagonisten. Ich habe die selbst gezeichnet auf einem Tablet in einem Zeichenprogramm. Ich bin die Janina, ich war für das Design von den Hintergründen und sowas zuständig. Ich bin der Florian und ich habe beim Level Design mitgemacht und die Gegner entwickelt. Ich bin der Martin und ich habe das am Level Design mitgeholfen und auch das Musik- und Sounddesign gemacht. Ich bin der Tobias und ich habe Text gearbeitet und an der Story und am Konzept habe ich auch mitgemacht. Ich bin der Georg und ich habe einem Level-Design mitgemacht und die Gegner mit animiert, dass sie funktionieren. Ich bin der Tobias und ich habe beim Level-Design mitgeholfen und die Texturen für die ganzen Blöcke zusammengestellt. Ich bin der Oskar und ich habe auch die Texte und so gemacht. Ja, also. Ich glaub, da, du zeigst es uns jetzt noch vor. Also in dem Spiel geht es darum, dass man der Überwachung durch so eine Kameras entgeht. Das sind die
Die roten Dreiecke, die symbolisieren sozusagen die Sichtweite der Kamera. Wenn man da reingeht, wird man wieder am Anfang vom Level zurückgesetzt. Deswegen muss man die umgehen sozusagen, indem man hier zum Beispiel den Tunnel benutzt. Hier sind jetzt auch welche und ja, da darf man halt auch nicht in den Kegel rein, sonst wird man wieder zurückgesetzt. Das ist dasselbe Prinzip und ja. Genau, deswegen muss man so ja, Wege nehmen, um den Kameras zu entgehen. Das soll halt zeigen, dass die Überwachung in der Realität nicht gut ist und man die möglichst umgehen sollte halt. Es war, es war relativ ein Hocken für uns, weil wir haben eigentlich die wenigsten von uns haben jemals da mit Unity oder eben in dem Fall jetzt Constructor 2. Wir wollten es ursprünglich mit Unity machen, aber wir haben halt alle noch nie wirklich groß damit gearbeitet, bis auf wenige. Und deswegen danken wir auch nochmal unsere Mentoren voll, weil die haben uns auf das Programm erst gebracht, vor allem die Susi hat uns da drauf gebracht. Und ohne dem war das einfach nicht möglich gewesen, da hätten wir wahrscheinlich aufgeben müssen. Und eben, man kann die Gegner, man kann auf die Gegner wie bei Mario draufspringen. Oder, oh, oder auch nicht. Und also danke und jeder, der es probieren will, der kann es jetzt nur probieren im Nachhinein. Genau. Super. An das liebe Publikum hier im Saal, jetzt nicht die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, liebe Eltern, liebe Gäste, liebe Zuseherinnen, die ihr sonst von diesem tollen Wochenende erfahren habt und noch nicht, wie wir hier alle schon ein bisschen einen Einblick hattet, ja, könnt ihr uns vielleicht mal so ein bisschen eine Rückmeldung geben mit einem Applaus, wie begeistert oder wie schön euch diese Projekte gefallen haben. Einmal nur von den Eltern und von den Gästen, die heute hier sind. Wahnsinn, ja. Und all diese 6 wundervollen Projekte und dieses ganze Wochenende wäre nicht möglich gewesen ohne das ganze Team, das dahinter steht. Die einzelnen Gruppen haben eh schon die lieben Mentoren und Mentorinnen erwähnt, die wirklich da unermüdlich immer zur Seite gestanden sind. Und wir wollen jetzt diese Chance nutzen, um uns noch einmal beim ganzen Team zu bedanken, ausführlich zu bedanken, damit alle ihren Applaus verdienen. Ja, ihr müsst heute alle eure Hände ziemlich gut verwenden. Ich bitte alle unsere lieben Mentorinnen auf die Bühne. Und zwar kommt ihr nach vorne, liebes Mentorenteam. Franziska, Claudia, Tobias, Wessela, Veronika, Benny, Martin, Susi, Stefan, David, Marianne, Josef und Sam. Kommt einmal auf die Bühne zu uns und einen großen Applaus.
Liebe Mentorinnen, neben unseren Teilnehmerinnen seid ihr das Herzstück von Jugendhakt. Ohne euch würde es das nicht geben. Vielen, vielen lieben Dank auch nochmal von mir. Zudem möchte ich mich herzlich bei Stefan bedanken. Rauf mit dir! Und natürlich bei Leo, der jetzt fleißig Fotos macht und nicht auf die Bühne kommen wird, aber auch bei dir herzlichen, herzlichen Dank. Außerdem bei Robert. Robert ist gerade einen Stock tiefer, weil er ein bisschen Husten hat und euch nicht anstecken mag. Aber er ist unser großartiger Pädagoge. Vielen, vielen lieben Dank hier im Livestream. Hallo Robert. Und wer noch jetzt im Livestream ganz bestimmt zuschaut, sind Paula, Maria und Daniel. Diese drei sind drei ganz besondere Menschen. Sie machen Jugendhakt in Deutschland, organisieren das mit und haben uns auch in Linz wahnsinnig viel unterstützt. Liebe Paula, man kann gar nicht oft genug sagen, Paula, 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 Paula. Genau. Danke euch dreien. Großartige Arbeit. Vielen Dank. Es ist so schön, mit euch zusammenzuarbeiten. Wir haben noch ganz viele andere, die wirklich hier mitgearbeitet haben. Anna und Elisabeth und Otto und Verena und alle möglichen Menschen haben hier Jugendhakt ermöglicht. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Auch Thomas, der heute twittert. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Und zu guter Letzt würden wir das Experiment starten, dass auch ihr, liebe Teilnehmerinnen... Entschuldigung, ich muss kurz unterbrechen, Magdalena. Du hast einer ganz besonders wichtigen Person vergessen zu danken, ohne die das überhaupt gar nicht funktioniert hätte. Eine Person, die so wirklich das Herz war von diesem ganzen Wochenende. Und wir alle sind begeistert davon und waren irgendwie total beeindruckt davon, wie fein du das gemacht hast. Man konnte immer zu dir kommen. Zu jeder Zeit hattest du ein offenes Ohr, ja, obwohl du die ganze Zeit so viel Stress hattest. Und wir danken dir ganz, ganz herzlich. Liebe Magdalena, du bist die Allerbeste. So, jetzt darfst du. Jetzt darfst du weitersprechen. Dann würden wir jetzt gerne das Experiment starten, dass auch ihr Teilnehmerinnen nochmal hier euch mit uns auf die Bühne quetscht. Super. Ja dann? Kommt mal alle auf. Lasst eure Sachen auf der Bank. Super.
Wunderschönes Bild. Ich freue mich, wenn ich mir nachher anschaue auf allen euren Fotos auf Twitter, wie wir da jetzt wirklich hier ausschauen. Ja? Und dann würde ich vorschlagen, wir haben noch der liebe Stefan da, ja? Hat da im Hintergrund noch ein kleines Surprise. Ja? Wir machen jetzt noch die allerletzten Sekunden von Jugendhakt Österreich 2016 in Linz. Es ist gleich zu Ende offiziell. Wir werden euch so bald nicht vergessen. Es war ein wunderschönes Wochenende. So viele feine Leute hier, so viele tolle Ideen. Ich bin super mega inspiriert und ziemlich traurig, dass es jetzt vorbei ist. Aber das Ende von Jugendhakt ist ja, von einem Wochenende von Jugendhakt, ist ja nicht das Ende von dem ganzen Programm. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, wie wir alle in Kontakt bleiben können. Wir können über Slack, Twitter und so weiter alle noch in Verbindung bleiben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Jahr. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag und schreibe noch einmal zum Abschluss. Wuhu! Das war's von Jugendhakt Österreich. Vielen herzlichen Dank an euch alle und ich wünsche noch einen wunderschönen Sonntag und eine sichere Heimreise. Danke.